Im Rahmen der Berliner Fashion Week wurde der neue Fitwear Showroom an der Spree eröffnet. Schuhkurier durfte einen exklusiven Blick in die schönen Räumlichkeiten werfen und sprach mit Geschäftsführer Mirko Ostendörfer. Wir haben einen wunderschönen, tollen neuen Showroom gefunden, direkt mitten in Berlin an der Spree. Sehr, sehr zentral von der Lage her und fühlen uns hier sehr gut. In London sitzt unser Headquarter und dann passt Berlin natürlich als zweite Tochtergesellschaft auch ganz gut dazu. Und wir wollen auch hierhin, hier wo am meisten pulsiert, wo am meisten passiert. Wir haben sehr lange gesucht nach diesen Räumlichkeiten, die sind absolut ideal. Es können viele neue Arbeitsplätze hier auch noch entstehen und sind auch gerade dabei zu entstehen. Und wir sind auf einem sehr guten Weg. Die Marke Fitwear ist gegründet im Jahr 2008, ist international bekannt unter der Marke Fitflop und ist gegründet worden von unserer Inhaberin Marcia Kilgore. Die war damals schwanger und hat sich überlegt, ich gehe irgendwie so ein bisschen auseinander, es muss doch irgendwas geben, was man tun kann, um sich weiterhin fit zu halten. Und da hat sie eine Sohle entwickelt, zusammen mit der Stanford University in London. Und das ist eine Triple Density Sohle, die drei verschiedene Dichten hat. Und zwar einmal eine sehr hohe Dichte, eine mittlere Dichte und eine geringe Dichte. Und durch diese Sohlenkonstruktion, die patentiert ist, noch einmalig ist auf der Welt, bekommt man so ein Gefühl, wo man sagt, das ist so ein bisschen instabil, fast wabbelig, wobbelig. Deswegen heißt diese Sohle auch Micro Wobble Board. Und das ist bewusst so gemacht, um eben bestimmte Muskeln zu aktivieren, um insgesamt eine etwas geradere Haltung zu haben. Insgesamt hat die Sohle auch 8% mehr Auftrittsfläche. Deswegen aktiviert diese Sohle ein bisschen die Muskulatur. Man fühlt sich einfach sehr, sehr wohl in den Schuhen, kann den ganzen Tag stehen. Das war im Jahr 2008. Und mittlerweile haben wir 18 Millionen Paar Schuhe weltweit verkauft. Sind international sehr erfolgreich, besonders in Amerika und in Asien. Und diese Erfolgsstory wollen wir jetzt auch in Deutschland weiterführen und auch im deutschen Markt weiter etablieren. Die kommende Frühjahr-Sommer-Kollektion ist für mich fast eine kleine Revolution, weil wir doch sehr, sehr viele neue Themen haben, die vorher so nicht besetzt worden sind. Wir wollen ganz bestimmt nicht in den orthopädischen Gesundheitsbereich rein, sondern wir wollen dahin, wo Mode ist und wollen, dass unsere Kunden die Schuhe anziehen können, den ganzen Tag tragen können und sich wohlfühlen. Wir sind natürlich ein Fabrikat, was sehr stark im offenen Bereich ist. Also so wie diese hier ist ein ganz großes Erfolgsmodell von uns. Haben wir übersetzt mit verschiedensten Dekorationen, Accessoires in den ganzen verschiedenen Farben. Und die offene Ware spielt für uns natürlich eine große Rolle. Aber auch Sneaker, Ballerinentypen sind sehr, sehr stark bei uns. Wir haben verschiedene Materialien eingesetzt, von Canvas-Materialien über sehr schöne, weiche Softnapper-Materialien, alle Leder gefüttert. Und die Kollektion ist wirklich sehr umfangreich und hat, glaube ich, für alle was zu bieten. Was ganz neu ist, wir haben eine neue flache Sohle gemacht. Es nennt sich Banda FF2 und das ist eine neue Sohlenkonstruktion, weil viele Kunden auch den Wunsch geäußert haben, nicht mehr nur diese breite, etwas breitere Optik zu haben, sondern auch etwas flachere Optik. Und das mit dieser Bequemlichkeit umzusetzen, ist eine ganz neue Gruppe, die wir gemacht haben, die ich glaube, die sehr erfolgreich sein wird.